Moin Moin und herzlich willkommen aus dem brisanten Norden, den ja, regnerischen Norden. Ich würde sagen, Universum TV abchecken, den Kanal abonnieren, einen Daumen hoch geben. Und heute interviewen wir einen ganz special Guest, einen specialigen Gast, den Senat Gashi. Sorry für mein Deutsch. Ja, komm, setz dich hier hin. Das klappt noch nicht so, ja. Ja, du weißt, wenn man neben so einer Sportskanone sitzt, dann ist man schon noch etwas aufgeregt. Die Beine sind am Wackeln. Kennst du das? Kennst du sowas öfters im Ring? Ja, natürlich. Ganz oft nervös. Wirklich? Nein, am Anfang. Früher, wo ich angefangen bin mit dem Kämpfen, war ich ein bisschen nervös, aber irgendwann legt sich das. Es gibt immer so eine Grundnervosität, aber man lernt ja damit so umzugehen. Alles gut. Erzähl mal was über dich so. Wie viele Kämpfe hattest du schon allgemein in deinem Leben und so? Also, als Amateur hatte ich so ungefähr 130 Kämpfe. Ich habe so 13 Mal verloren, 3 Unentschieden, 4 Mal durch Disqualifikation, unverdienterweise. Und jetzt bei den Profis habe ich 25 Kämpfe, 21 Siege, 21 durch K.O. War deutscher Meister, Europameister und Weltmeister nach Version der GBU. Ich als Boxsportkenner weiß natürlich, was all das bedeutet mit WBU und so. Nein, ich bin jetzt nicht so in der Materie drin, aber da bist du schon eher so der Profi, ne? Ja, es gibt wie gesagt viele Verbände im Boxen und jeder Verband hat ein verschiedenes Ranking, Top 50. Das heißt, wenn einer bei der WBC zum Beispiel Nummer 20 ist, es kann sein, dass er bei der WBA nicht mal Top 50 dabei ist. Es ist viel Politik, sagen wir mal. Aber nach so vielen Kämpfen, ne? Hast du noch immer so den Biss wie am Anfang? Weil ich meine, am Anfang hattest du ja so eine gewisse Motivation, dass du sagst, ey, ich will mich durchboxen, ich habe ein Ziel, ich habe einen Fokus. Hast du noch immer dieselbe Motivation und denselben Fokus wie am Anfang? Ja, also es ist wichtig, seine Ziele immer neu zu definieren, ja, weil du erreichst die und ich bei mir zum Beispiel persönlich arbeite ja mit Jahreszielen, ja. Ja. Und ja, natürlich, irgendwann verliert man so ein bisschen Biss, weil man wird man verliert ein bisschen den Hunger. Aber irgendwann, man muss dann wieder, wie gesagt, sich neu finden, neu orientieren, neue Ziele setzen und dann kommt das wieder. Aber, ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, das Leben ist wie so ein Rocky-Film, ja? Momentan bin ich bei Teil 3. Echt, ne? Kennst du, wo der Klabaleng kommt, ja? Ja. Und wo Rocky schon zu gemütlich geworden ist. Aber ich bin jetzt wieder dabei, tanzen zu lernen. Ja. Alles gut. Manchmal braucht man so ein Up and Down, manchmal braucht man so ein Down, damit man wieder so einen Arschtritt vom Leben bekommt und dann wieder weitermacht, oder nicht? Siehst du es auch so? Ja, genau, das ist so. Manchmal muss man auch einen Schritt zurückgehen, um auch Anlauf zu nehmen. Ja? Sowas passiert. Ich habe bei meinem vorletzten Kampf, den habe ich gewonnen. Da hatte ich, glaube ich, 400 Nachrichten auf WhatsApp. Und beim letzten Kampf, da habe ich also verloren. Und da hatte ich 2 Anrufe. Das war von meiner Mutter und von meiner Schwester. Das ist das, ja. Das Ding ist, beim Boxen, die Halbwertzeit nach einem Sieg ist so 2-3 Tage und nach einer Niederlage ein bisschen länger. Aber ja. Also ist auch für dich sozusagen eine Erfahrung, dass du sagst, ey, wenn der Erfolg da ist, dann sind die da, die Leute um dich herum. Und dann, wenn du mal einen Kampf verlierst, dann melden sich vielleicht nur noch die Ängsten, die Mutter wie zum Beispiel. Oder vielleicht mal der beste Freund. Ja, das juckt mich gar nicht. Ich verlasse mich da nur auf mich. Also mir macht das nichts aus, ob ich jetzt eine Nachricht oder 500 habe. Weil im Grunde, im Herzen liebe ich meine Familie am meisten und ich lasse nichts an mir nahe, was ich nicht loslassen kann. Also mir ist es egal. Also du bist ja schon Eisenfaust hier. Auch. Aber wie ist das so? Wie lange bereitest du dich für so einen Kampf vor? Normalerweise gibt es ja da verschiedene Phasen. Ne? Es gibt normalerweise, sagen wir 10 bis 12 Wochen. In der ersten Phase, da macht man Grundtraining. Das heißt, man macht viel Krafttraining, man macht lange Läufe, um diese Grundausdauer zu erreichen. Dann in der nächsten Phase, geht man die Pratzenarbeiten am Samstag. Da sieht man mit dem Trainer, macht man Videoanalyse vom Trainer, vom Gegner, Entschuldigung. Mhm. Und da sieht man, okay, der ist lang, bei denen müssen wir diese Schläge üben. Also übt man diese an der Pratze und am Samstag. Okay. Und dann kommt Sparring, wo man eben so Sparringspartner sucht, wo so anatomisch oder vom Boxstil so ähnlich sind wie der Gegner und übt diese Kombination ein, wo man der Pratze voreingeübt hat. Und dann kommt der Kampf.
Aber du bist jetzt auch so bei dir jetzt, ne? Weil ich meine, du hast auch schon extrem viele Boxkämpfe gemacht. Analysierst du dann wirklich den Gegner, dass du sagst, ich gucke mir Videos an und so weiter? Ja, genau, man sieht das ja, weil das Ding ist, jeder Boxer hat so seinen eigenen Stil und man muss eben mit den, mit den Kombinationen da an den Mann rangehen. Ja? Man muss gucken, okay, was sind seine Stärken, seine Schwächen, was sind meine Stärken und Schwächen und dann irgendwie so einen gemeinsamen Nenner suchen, was passt. Okay. Aber meistens, wenn das nicht klappt, hau ich einfach drauf. Das geht meistens auch. Ja, okay. Aber Kondition ist da bei dir schon, laufen tust du viel, trainieren tust du viel natürlich, ne? Ja, ich habe schon noch ein paar 10-Runden-Kämpfe bestritten und das ist nicht einfach. Und das Ding ist, ich bin normalerweise in einer niedrigen Gewichtsklasse, aber ich kämpfe die ganze Zeit im Schwergewicht. Ich bin normalerweise ein Cruiser, heißt bis 90 Kilo, aber habe all meine Kämpfe im Schwergewicht gemacht. Und ich konnte gegen jeden mithalten, auch gegen Weltelite und alles. Ja. Musste mich dahinter keinen verstecken. Aber jetzt hat die WBC eine neue Gewichtsklasse erfunden. Die heißt Bridget Weight. Die geht bis 100 Kilo und die ist perfekt für mich. Da bin ich jetzt auch schon gerankt und bin Nummer 21 der Welt. Das ist schon ordentlich. Was ist jetzt so deine Motivation für die Zukunft? Was ist dein Ziel jetzt, dein Biss, was du jetzt heute in den Stand jetzt hast? Einfach, mein Biss ist einfach besser werden wie gestern. Das ist jeden Tag mein Ziel, ja. Und ich hatte früher Ziele, die habe ich alle so erreicht, materiell, was ich immer machen wollte. Jetzt geht es darum, sich selber nochmal zu finden, mit sich selber Einklang zu sein und aus dem Fehler zu lernen, ja, was man vorher gemacht hat. Das Ding ist vorher auch, man macht Boxen, man kommt zu ein bisschen mehr Geld, man macht dumme Entscheidungen, auf einmal hat man ein paar neue Freunde. Und man lernt, ist alles gut, das ist alles so ein Lernprozess. Und ich denke, im Leben passiert immer das Gleiche, plus irgendwann mit Erfahrung kann man viele Sachen so wieder wegmachen. Okay. Also ich hab schon bezahlt dafür, alles gut. Wenn du jetzt so einen Tipp an die ganzen Boxprofi, oder okay, an die Amateure hast und halt an die Anfänger, wo du sagst, ey, die fangen gerade an, die wollen Boxprofi werden oder so, ne? Ja. Was hättest du für einen Tipp? Ja, investiert nicht in Bitcoin. mein Tipp. Fokussiert bleiben, lasst euch nicht blenden, lasst euch nicht durch Materielles blenden, wie gesagt, das ist nicht alles Gold, was glänzt und nicht alles, was glänzt, ist Gold. Ja? Da immer vorsichtig sein, immer Nähe zu der Familie haben und erzählt niemals den Leuten eure nächsten Steps, weil sonst klappt das nicht. Kommt immer Auge. Immer erst erreichen. Ich erzähle euch meine Geschichte. Wo ich jung war, wollte ich unbedingt ein CL kaufen. Ja? Und ich erzähle dir, nächste Woche hole ich mir ein CL. Dann irgendwas dazwischen kommt, nichts passiert. Ja. Dann wieder sagst du, mein Freund, nächste Woche hole ich mir ein CL. Wieder irgendwas Dummes passiert, nicht. Und dann irgendwann habe ich es einfach geholt, einfach gezeigt und dann war es da. Deswegen einfach, Leute, einfach machen. Nicht immer so Ansagen, nicht immer sagen, ey, ich mach das, ich werde das machen, das wird so kommen. Leute, zieht einfach durch, mehr Action statt labern. Ja, das wäre auf jeden Fall ein guter Tipp für die meisten da draußen. Einfach machen. Aber sonst so, was sagst du? Was machst du heute so? Wieder trainieren? Ja, wie gesagt, gerade sind wir auch in der Phase für unsere nächste Boxgala, wo am 21. August hier in Hamburg stattfindet. Und wahrscheinlich werde ich da auch einen Titelkampf bestreiten, der mich in die Top 15 katapultieren wird. Und ja, wie gesagt, ich bin gerade viel am Trainieren. Ja. Vielleicht so einmal alle zwei Wochen eine Shisha oder sowas. Ja. Ich bin ja auch nur ein Mal Mensch. Ab und zu mal ein Big Mac und Döner 4-5 Mal am Tag. Das passiert auch mal, oder? Ja, so 4-5 Mal. Nein, das Ding ist, ich bin für einen Boxer, sag ich mal, sehr muskulös, sehr austrainiert. Und da kann man sich sowas gönnen. Das ist ja kein, Bodybuilding, ja? Ja. Da kommst du jetzt nicht raus und weg. Ja, aber Fastfood zieht ja schon so ein bisschen runter, ne? Von der Motivation und ich weiß nicht, allgemein, Fastfood zieht schon ein bisschen runter, wenn man jetzt so einen Fokus hat und durchziehen möchte. Ja, ich kann dir mal gerne als Gegenbeweis mein 8-Pack zeigen und da. Ja, wir können mal gleich eine Runde boxen, dann können wir mal gucken hier. Die gute Ernährung, schlecht, nein, Spaß, Mann, ey, bloß nicht, Digga. Nein, ich ernähre mich schon sehr bewusst und sehr gesund, aber wie gesagt, das auch alles, das sind ja so ein Big Mac und alles, so ein Menü, das hat ja Kalorien und du musst einfach gucken, dass das zum Training passt. Das ist ja auch nicht so schlecht, bloß wenn du es jetzt alles in Maßen ist, okay. Bloß wenn du jetzt natürlich komplett Kuckuck gehst und jeden Tag, natürlich wird das schlecht auf den Körper auswirken. Aber so langsam ist scheißegal. Für die ganzen Boxprofis, Amateure,
alle wollen doch wissen, wie viel verdient so ein Senat mit so einem Kampf. Ich weiß, du überlegst jetzt, denkst so, ey, fuck, was stellt der mir für eine Frage? Aber kannst du mal so eine Zahl raushauen, was du sagst, ey, diese Summe ist mal drinne für so einen Kampf. Irgendwas so mal rausgeben, raus. Ja, es reicht schon für so ein Big Mac-Menü am Wochenende, ne? Also, da willst du keine Infos preisgeben, ne? Was juckt das, was ich verdiene? Ja, ich sag mal so, ich kenne das auch als YouTuber, die wollen halt immer so wissen, wie viel man verdient und so. Ich habe es bis heute eigentlich auch noch nie preisgegeben. Es gibt so ein jüdisches Sprichwort, ja. Nie Geld von anderen Leuten zählen. Immer eigenes Ding, nie Geld von anderen Leuten zählen. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Das ist bloß Leute, versucht euch nicht mit Leuten zu messen, irgendwas, was der hat, nicht hat. Du weißt nicht, ob das seins ist, nicht seins ist, ja. Aber wie gesagt, es geht mir nicht schlecht. Ich konnte meine Familie unterstützen, ja. Und habe geholfen, mit in Kolumbien eine kleine Schule aufzubauen und allem. Also war an vielen sozialen Projekten mitbeteiligt. Also ich gebe auch sehr viel zurück, auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall, sowas hört man sehr gern, wenn man halt mal auch die Karrieretreppe nach oben steigt, dass man halt auch was mal, wie gesagt, dass man auch mal vielleicht an bedürftige Kinder oder so spendet. Ja, nix. Das Ding ist, alles auf dieser Welt, nichts gehört uns. Alles ist nur ausgeliehen, ja. Diese Uhr, diese Schuhe, diese Hose, morgen kann das alles weg sein, ja. Und es werden nur Erinnerungen bleiben. Du kannst nicht das ganze Geld mit in den Grab nehmen. Das alles stimmt. Gut. Das stimmt. Wie ist so die Zusammenarbeit mit dem Ismail Özen? Da bist du ja auch seit nicht so lang, oder? Wie lange bist du jetzt hier bei Universum Boxen? Seit 1,5 Jahren, aber ich kenne den Ismail schon ungefähr seit 10 Jahren. Wir waren schon damals gute Freunde, haben damals schon gechillt und so. Und auch zusammen trainiert in seinem alten Gym am Volksparkstadion. Gibt's das? Ja, irgendwie sowas. Und ja, und dann bin ich von Deutschland weggezogen, habe lange Zeit in Spanien, in Dubai und in Thailand gelebt. Jetzt wieder zurück, seit 1,5 Jahren und ja, immer so am Hin- und Herpendeln. Aber ich glaube, ich bin jetzt bei Universum 1,5 Jahre. Und werde noch lange Zeit hier sein. Ich habe so das Gefühl, dass der Ismail so in der Boxszene gerade in Deutschland wieder was bewegen möchte, dass er wieder dieses ganze Boxding nach vorne treiben möchte. Und ich war ja beim letzten Event auch dabei und ich muss sagen, das war schon echt genüsslich. Das war echt groß. Es war ein geiles Event. Ja, also man sieht, die Universum-Events werden von Event zu Event werden besser. Man sieht das auch faktisch an den Zahlen, ja. Und wie gesagt, ich kenne Ismail schon sehr viel lange vorher und das war schon damals seine größte Version mit Universum. Und ich habe früher mal gedacht, hä, was labert der, ja? Und dann irgendwann höre ich, Ismail hat Universum gekauft. Ganz krass, also der Typ hat dann sein Ziel festgehalten und auch jetzt, ja, der wird sein Ziel erreichen. Der Ismail, der ist ein sehr cleverer Typ, der ist ein Geschäftsmann, ja? Und es gibt natürlich auch viele Hater, ja? Aber man wird nur angegriffen, wo man am Ball ist. Aber ich sage euch, der Ismail, der wird oft unterschätzen, der Szene auch, ja, weil man hört ihn manchmal so reden und man denkt so, okay, der redet nicht so gutes Deutsch. Aber das Ding ist, ihr müsst vorstellen, das ist eine dritte Sprache, ja. Manche sprechen gerade nur Deutsch und das ist mal vernünftig. Und der Typ ist Geschäftsmann durch und durch. Und ihr werdet noch sehr viel von ihm hören oder von Universum, da bin ich mir sicher. Also die Box-Zukunft sieht rosig hier aus bei Universum Boxen, ne? Allgemein, wenn ja bei Universum gut wird, wird auch in Deutschland gut, weil wir repräsentieren ja auch das ganze Land, ja, Leute sehen das, kleine Kinder sehen das, werden motiviert, ja. Das ist ja so ein Gestrüpp, so ein Rad, wo sich dreht, wo ein Rad das andere dreht. Cool, ey, ich freue mich auf jeden Fall, Universum Boxen wird auf jeden Fall eine nice Sache und ich freue mich auch, was von dir in Zukunft kommt, Digga. Willst du noch irgendwas loswerden? Die letzten Worte an deine Zuschauer, an deine Zuhörer, an deine Box-Promoter? Ach so, nein, ich wollte nur noch kurz sagen, wieso wir diesen Channel gemacht haben. Ja. Ach so, ja, das kannst du auch nochmal rausholen. Okay, diesen Channel haben wir gemacht nach dem Vorbild von England. In England ist Boxen ziemlich fame, aber warum? Weil es dieses IFL-TV gibt, da werden Boxer wöchentlich so interviewt und da haben die Leute in Bezug zum Boxer, wissen, der Typ, ey, der ist nicht nur ein geiler Boxer, der ist auch ein geiler Typ, ja, und dann kriegst du halt so Fanbase. Und wir versuchen halt so den Mensch vorzustellen, hinter dem Boxer, weil viele kennen nur den Boxer, die sehen zum Beispiel, man sieht mich, man denkt, geiler Boxer, aber dann sehen die Interview, denken die auch, geiler Typ, irgendwie sowas, ja. Ja, ich weiß, was du meinst, ich hab aber auch das Gefühl, alles, was außerhalb Deutschland ist und es um Boxen geht, ist viel interessanter als wie hier, habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen abgenommen hat, weißt du? Ja,
Ja, Deutschland ist, wie gesagt, in den Medien sehr weit zurück. Auch Pay-Per-View hat es in Deutschland leider nie so weit gebracht wie in anderen Ländern und so. Deutschland hat da oft den Anschluss verloren, ja. Und auch mit dem Boxen, wie gesagt, wir versuchen das jetzt und ich bin mir sicher, es wird Zeit nehmen, aber am Ende hinaus, das Boxen wird dadurch profitieren, ja. Aber würdest du sagen, so, weil wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Box-Profi und Boxkenner, ne? Da bist du eher so in der Materie, aber würdest du sagen, so der letzte Halt in Box-Deutschland war so die, waren so die Klitschkos? Und ab dann hat es so abgenommen, wo die dann aufgehört haben? Das Ding ist, die Klitschkos hatten einen Exklusivvertrag mit der RTL, ja. Natürlich war da sehr viel Geld dahinter und so und auch die Sendezeit, RTL und so, ja, aber danach, nein, ich denke, das wird alles wieder kommen, ja. Dann, es gab ja danach Felix Sturm, noch Sauerland, aber nach und nach sind die Fernsehverträge ausgegangen, aber auch, weil Deutschland den Anschluss verpasst hat mit den Pay-Per-Views und allem, ja. Und, aber ich bin mir sicher, dass gute Sachen nachkommen werden. Wenn was weggeht, ist auch Platz für was Neues, was hinkommen kann. Wie zum Beispiel der Senat Gashi. Da wird mal Platz für Senat Gashi. Ja, ich würde sagen, das war echt ein interessantes Interview. Du hast so ein bisschen preisgegeben, wie viel du da verdienst, ne? Deine Big Mac-Menü für den Kampf. Nee, aber ey, hat mich gefreut, Mann, hier mal dabei zu sein. Sag du sonst mal die letzten Worte. Ja, ey, easy. Hat Spaß gemacht. Abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und falls ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Senat beantworte ich euch sonst beim nächsten Mal. Ne? Du ziehst es ja hier durch mit den Interviews. Genau. Falls ihr irgendwelche Wunschleute habt, wo gerne interviewt werden sollen, schreibt runter, Leute. Und dann nehmen wir die ein bisschen unter die Lupe. Ja, ihr könnt Deutsche natürlich reinschreiben, wie auch Internationale. Der Senat kriegt das schon hier hin mit den Universum-Boxen, dass auch mal die Amerikaner reinkommen. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Danke nochmal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.